Es hat sich jetzt noch FPÖ-Gruppobmann Herbert Kickl zu Wort gemeldet. Ja, danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, Hohes Haus. Ich weiß nicht, was sich die österreichische Bevölkerung denkt, wenn sie dieses Schauspiel von der Regierungsbank heute mitverfolgt hat. Ganz Österreich schüttelt den Kopf angesichts der Tatsache, dass nicht im Wochentakt, nicht im Tagestakt, sondern eigentlich schon fast im Stundentakt immer neue Stinkbomben aus dem Bereich der österreichischen Volkspartei aufschlagen, dass man schon gar nicht mehr weiß, wo man sich zuerst darüber aufregen soll, weil es eine korruptive Reizüberflutung in diesem Land gibt. Und Sie sind das Epizentrum dafür und niemand anders, die österreichische Volkspartei. Und dann macht das Parlament, das im konkreten Fall die Freiheitliche Partei, das, was ihre ureigenste Aufgabe ist. Sie übt Kontrolle aus und dafür gibt es das Instrument der dringlichen Anfrage. Und dann schauen wir uns an, wie die österreichische Volkspartei in Gestalt des Bundeskanzlers und 100% Parteiobmannes Karl Nehammer damit umgeht. Der Held von Kiew kneift. Der Held von Kiew und Moskau kneift in der Zwischenzeit das zweite Mal bei einer dringlichen Anfrage der Freiheitlichen Partei. Das ist auch etwas, was System hat. Er ist zu feige, hier sich der Wahrheit zu stellen und die Konfrontation mit uns aufzunehmen. Na, Sie haben einen schönen Flernze als Parteiobmann gewählt, das muss ich Ihnen sagen. Zu feig ist er, um hier der Auseinandersetzung standzuhalten. Und dann schickt er eine Staatssekretärin hierher. Ich habe schon vorher gesagt, jetzt wissen wir wenigstens, wofür es diese Staatssekretariate gibt, um den feigen Bundeskanzler zu vertreten. Und er gibt ihr einen Auftrag mit. Und der Auftrag an die Frau Staatssekretärin lautet, also du musst es heute so machen, dass du das Parlament ja sehr, sehr schnell wissen lässt, dass du ihm die Botschaft mitgibst, ihr könnt uns eigentlich alle den Buckel hinunterrutschen. Das war doch heute der Sukkus der Antwort auf die Anfragen, die wir gestellt haben. Es ist doch inhaltlich auf überhaupt nichts eingegangen worden, sondern man hat gesagt, was erdreistet sie euch eigentlich so blöde Fragen zu stellen? Ihr belästigt uns mit eurer Kontrolltätigkeit und wir, die österreichische Volkspartei, wir wissen, was gut ist für das Land und seien wir noch so korruptiv, halt doch alle die Klappe. Das war heute die große Metabotschaft der Frau Staatssekretärin. Und dann gibt es Widerstand, ja selbstverständlich, das lässt man sich ja nicht gefallen als mündiges Parlament. Und dann kommt eine Debatte in Gang, dann kommt die ÖVP in die Rückwärtsbewegung und dann werden sie weinerlich. So wie immer. Weinerlich trotzig, muss man fast sagen. Weinerlich trotzig. Die Fragen sind so gemein. Die Fragen sind so gemein. Das ist das eine. Die Fragen sind falsch. Die Fragen sind nicht zulässig. Ja, liebe Freunde von der Volkspartei, kennt ihr euch nicht aus in der Geschäftsordnung? Die Fragen werden von einem einzigen Mann zugelassen, der sitzt da oben hinter mir. Und wenn die Fragen alle falsch sind, dann dürfte es diese Dringliche hier gar nicht geben. Den Sanctus haben Sie von Wolfgang Sobotka bekommen. Die Ausrede zählt nicht, meine Damen und Herren von der ÖVP. Und dann kommt das Selbstmitleid. Der Abgeordnete Stocker hat sich regelrecht in Selbstmitleid gesuhlt. Die Unschuldsvermutung. Die österreichische Volkspartei hat diese Unschuldsvermutung just zu dem Zeitpunkt entdeckt, wo es den ersten in ihren Reihen erwischt hat. Vorher war der österreichischen Volkspartei die Unschuldsvermutung das Allerwurschteste auf dieser Welt. Die Unschuldsvermutung. Und dann kommen sie mit FPÖ-Beispielen daher von Seiten der ÖVP und da sage ich Ihnen eines. Ja, es hat in der Vergangenheit Dinge gegeben, die waren nicht in Ordnung. Aber die Herrschaften haben sich alle aus ihren Ämtern verabschiedet. Die sind alle zurückgetreten, die haben die Konsequenzen gezogen, trotz ihrer Unschuldsvermutung. Und ihre ganzen Poppenheimer, die sitzen noch in Amt und Würden. Und deswegen ist es ja so,
dass es tatsächlich stimmt, was der Bundeskanzler gesagt hat bei seinem Interview am 29.12. des letzten Jahres, also beim Jahresrückblick und beim Jahresausblick. Er hat ja gesagt, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem. Das stimmt, der Satz ist falsch, so macht er keinen Sinn. Er muss richtig lauten, die Österreichische Volkspartei ist ein Korruptionsproblem. So stimmt dieser Satz. Auf ihren Spitzenebenen, und ich glaube, dass sich draußen abertausende Funktionäre und Mitglieder für ihre Spitzenfunktionäre genieren, weil sie nicht mehr fertig werden mit dem Erklären, weil sie gar nicht mehr wissen sollen, was sie sagen sollen zu all den Vorwürfen, weil sie selber unter dieser Reizüberflutung leiden. Aber auf ihren Spitzenebenen sind sie die Verkörperung von Machtmissbrauch und Selbstbedienungsmentalität. Sie instrumentalisieren ein Ministerium nach dem anderen, weil der Innenminister da sitzt. Das ist schwärzer als jeder Kübel Ruß, dieses Innenministerium. Und das ist nur deshalb so schwarz, damit Sie sich da drinnen austoben können. Finanzministerium, Justizministerium, wo Sie alle diese Positionen unter Kontrolle haben und den Staat im Staat gebildet haben. Sie missbrauchen Einrichtungen der Republik wie Staatsanwaltschaften oder Finanzämter zur Servicierung Ihrer Spender. Also, wenn man den VIP-Beitrag zahlt für die Österreichische Volkspartei, dann wird man hofiert bei der Justiz oder bei der Finanz. Wir müssten uns eigentlich einmal alle Postenbesetzungen bei Finanzämtern in der letzten Zeit anschauen und dann die Spenderliste der ÖVP drüberlegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden da etliche inhaltliche Überschneidungen finden. Dann designen Sie sich Fördertöpfe so zurecht, dass Sie erstens der Kontrolle entzogen sind, dass ja niemand eine parlamentarische Kontrolle Tätigkeit ausüben kann, dass zweitens das Management in ihren Händen ist und dass drittens ihre eigenen Partien sich bedienen können. Das ist das Fördersystem COFAG der Österreichischen Volkspartei im Kern. Das ist das, was sie mitzuverantworten haben. Und dann benutzen sie Ämter. Und dann benutzen Sie Ämter wie das des Landeshauptmanns, um von dort aus ein Inkassobüro für Parteiinserate zu betreiben. Das sollte man sich im Übrigen auch nochmal genauer anschauen, die Parallelstrukturen zwischen dem Wirtschaftsbund und der Wirtschaftskammer. Ich bin mir ja ziemlich sicher, dass dort auch vieles deckungsgleich ist, dass das, wo Wirtschaftskammer draufsteht, in Wahrheit Wirtschaftsbund ist, dass die gleichen Leute, die sagen, sie arbeiten eigentlich für die Wirtschaftskammer, in Wahrheit nichts anderes tun, als dort Wirtschaftsbundarbeit und damit ÖVP-Parteiarbeit zu verrichten auf Kosten der Steuerzahler und so weiter und so weiter. Und das ist das System, das Ihnen jetzt um die Ohren fliegt. Meine Damen und Herren, all das passiert, wenn eine Partei viel zu lange an der Macht ist. Das ist eine Erscheinung, die jetzt zutage tritt, wenn man sich offensichtlich unbeobachtet und wenn man sich sicher fühlt und wenn man glaubt, die Justiz und die Ermittlungsbehörden, das haben wir eh alles unter Kontrolle, uns kann nichts passieren, dann kommt so etwas heraus. Aber es braucht noch etwas dazu. Es braucht noch eine andere, eine zweite Partei, weil allein haben es keine Fußball. Schlusssatz, Ihre Redezeit ist zur Gänze erschöpft. So, die mitmacht und die sagt, Korruption ist wurscht, Hauptsache ist, sie ist stabil. Und das sind die Grünen und das ist ihr Teil der Schuld. FPÖ-Klubobmann Kickl kritisiert den Umgang und die Reaktion der Volkspartei auf diese dringliche Anfrage an den Bundeskanzler.